Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FIFAplays.de. Und ja, heute reden wir wieder über den FC. Wir haben ja zahlreiche Leihspieler, die zum FC zurückkehren werden oder würden. Und dann werden wir heute uns die einzelnen Spieler mal anschauen und werden dann mal ja darauf eingehen, beziehungsweise ich werde darauf eingehen, wen wir in meinen Augen vielleicht davon noch gebrauchen könnten, wer meiner Meinung nach nicht Bundesliga-tauglich ist, also wen wir sprich nicht gebrauchen können. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, was ihr danach unten reinschreiben werdet. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen, meine Freunde. Und dann würde ich sagen, wir starten rein. Let's go. Ja, Freunde, wir starten erstmal mit den Spielern, wo ich persönlich sage, wo ich sehe, dass die ja in meinen Augen eigentlich zu 100% keine Perspektive beim FC sind und haben werden. Ja, erster Spieler Kingsley Schindler. Ja, der Mann wurde damals wie gefühlt einer von sehr vielen von Kiel geholt, war da einer der Schlüsselspieler, hat es aber beim FC nie so wirklich geschafft, sich durchzusetzen. War vor allem in meinen Augen in der Anfangszeit von Bayer Lords eine absolute Enttäuschung in den Spielen, wo er gespielt hat. Ist bestimmt ein Spieler, der einige Sachen mitbringt, wie Tempo, wie Dribbling. Ich glaube halt nur trotzdem, dass er ein Spieler ist, wie soll ich sagen, der für eine zweite Liga ein sehr gutes Niveau hat, wo es aber nicht für die erste Liga reicht. Also ich glaube, Kingsley Schindler ist ein Spieler, der in der zweiten Liga überragend funktionieren kann, in der Bundesliga halt nur mithalten kann, wenn er einen guten Tag hat, und das ist leider zu wenig. Zudem ist der Mann mittlerweile auch schon 27, also da kannst du jetzt auch nicht mehr die krassesten Entwicklungsschübe erwarten. Deshalb sage ich, Kingsley Schindler auf jeden Fall wieder abgeben. Zweiter Spieler, meine Freunde, Thomas Ostrak, wahrscheinlich 100% falsch ausgesprochen, keine Ahnung, wie man es bei Ihnen im Land ausspricht. Ja, war mal in unseren Jugendteams einige Jahre wirklich ein Mann, wo man sagen konnte, okay, der kann für die Zukunft was werden. War jetzt keine Ahnung, wie oft verliehen. Und ja, kommt jetzt halt auch irgendwo wieder zum FC zurück. Ja, spielt halt eine zentrale Rolle, kann halt im Mittelfeld offensiv so jede Position spielen, was sich natürlich für den Moment an sehr gut anhört. Allerdings fehlt mir irgendwie die Fantasie, dass er sich gegen Leute wie Kainz, Jakobs, Duda durchsetzen kann. Deshalb ist halt die Frage, verlängert man vielleicht mit dem Mann und geht mit ihm mal eine Leihe bei einem etwas höher angesehenen Club, dass man zum Beispiel sagt, man geht einen Weg zum Beispiel wie mit Niklas Hauptmann, dass man sagt, wir verleihen ihn zu einem ambitionierten Zweitligisten, wo er dann Spielpraxis sammeln kann und sich vielleicht nochmal einen Schritt weiterentwickeln kann. Oder sagt man, wir glauben nicht an die Entwicklung des Jungen. Wobei ich halt auch persönlich sagen muss, wenn man in unsere U21 bzw. A-Jugend guckt und einen Lemperle und Obus sieht, muss ich euch da ehrlich sagen, hoffe ich eher, dass einer von den beiden oder im Bestfall beide eher den Durchbruch schaffen, weil ich die dann doch qualitativ ein bisschen besser ansehe. Ich habe Ostrak damals schon bei den Amateuren des FC mal spielen gesehen, war auf jeden Fall nicht verkehrt, aber ich sehe, wie gesagt, in Lemperle und Obus da mehr Potenzial. Ja, und dann kommen wir zu Spieler Nummer 3 und das ist Vincent Cozziello. Ja, Cozziello kam zum FC, meine Freunde. Die Anfänge sahen eigentlich in meinen Augen damals relativ vielversprechend aus. Hat ja in Nizza unter Favre eine gute Entwicklung genommen gehabt. Und da habe ich halt echt gedacht, puh, da kommt ein kleiner, quirliger Mann, der kann im Mittelfeld mal ein bisschen Akzente setzen. Wie gesagt, hat am Anfang funktioniert. Wurde aber dann gefühlt mit der Zeit immer und immer und immer weniger.
Ja, und bei ihm, muss ich euch ehrlich sagen, fehlt mir genauso wie bei Schindler die Fantasie, dass er sich bei uns wieder durchsetzen kann, weil es kann ja kein Zufall sein, wenn er sich bei uns schon nicht durchsetzt, dass er sich dann beim FC Paris in der zweiten französischen Liga nicht durchsetzt und dann in Portugal bei einer Mittelmaßmannschaft Madeira halt auch nicht richtig durchsetzt. Ja, deshalb, warum sollte er sich beim FC jetzt durchsetzen? Du hast halt zentral mit Hector einen Leader, der halt safe gesetzt ist. Du hast mit Ljubicic einen guten Mann geholt. Du wirst höchstwahrscheinlich für Skiri Ablöse generieren und dann wahrscheinlich noch jemanden holen. Deshalb weiß ich halt nicht, oder sogar Özcan noch halten. Deshalb weiß ich nicht, wo er den Platz bei uns in der Mannschaft finden soll. Und deshalb ist auch Cuciello für mich ein ganz klarer Abgabekandidat. Ja, Freunde, wir kommen zum nächsten Spieler, kurz und schmerzlos, Marcel Risse. Ich glaube, Marcel Risse hat echt viel für den Verein geleistet. Für mich persönlich bleibt er auch irgendwo eine Legende, nicht nur für das Siegtor in Gladbach, auch weil er halt in dem Team war, was uns in die Europa League geführt hat. War immer loyal zum Club, leider immer sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Deshalb hat er es halt auf lange Sicht nicht geschafft, in der Entwicklung nochmal einen Schritt zu gehen und vielleicht noch besserer Fußballer zu werden. Ja, und jetzt langsam ist er halt auch schon im Alter. Fühlt sich auch bei Viktoria ganz wohl. Die wollen ihn auch behalten, so wie ich gelesen habe. Deshalb sollte man dem Mann keine Steine in den Weg legen. Vor allen Dingen, weil man dann halt auch irgendwo wieder wahrscheinlich einiges an Gehalt spart. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Spieler und das ist Lasse Sobisch. Ja, Lasse Sobisch, in meinen Augen ein Spieler, der kein Bundesliga bzw. kein Erstliga-Format hat. Jetzt werden meine Hater wieder sagen, ja, aber du sagst ja immer, hol die besten Spieler aus der zweiten Liga. Ja, war Sobisch auch, damals bei Pauli, war mit einer der besten Zweitliga-Verteidiger safe. Nur, man muss ja sehen, in der Bundesliga wird halt wieder anderer Fußball gespielt wie in der zweiten Bundesliga. In der zweiten Bundesliga werden noch mehr hohe Bälle gespielt, viel mehr hohe Bälle, als es in der Bundesliga in den meisten Spielen der Fall ist. Und in der Bundesliga in meinen Augen ist nochmal ein Schritt mehr das Tempo wichtig, wie es in der zweiten Bundesliga ist. Und in der zweiten Bundesliga kann Sobisch mit seiner Größe, seinem guten Kopfballspiel, seinem Stellungsspiel halt sehr, sehr viel wettmachen. Aber das kann er halt nicht in der Bundesliga machen, wenn dann halt Leute wie Coman auf ihn zulaufen, wie, keine Ahnung, Thuram, Sancho auf ihn zulaufen. Da fehlt dem Mann halt einfach das Tempo und das ist zum Beispiel das, was ich bei einem Rafael Tsichos auch bemängel. Nichtsdestotrotz ist Rafael Tsichos dann irgendwie auch ein Kämpfer und hat irgendwie dann nochmal ein paar Schippen mehr Ehrgeiz wie Lasse Sobisch. Da hat man auch irgendwie in den Spielen, wenn er dann in der Bundesliga zum Einsatz kam, irgendwie auch so ein bisschen so die letzte Power gefehlt, dass der Mann nochmal so sich richtig zerrissen hat, um da weiter zu spielen. Ja, weiß ich nicht. War mir einfach irgendwie bei dem Mann zu wenig Elan und ich glaube halt auch bei ihm nicht, dass er sich durchsetzen kann. Ja, Freunde, das waren die fünf Leute, wo ich sage, die haben in meinen Augen keine Zukunft beim FC. Und ja, jetzt kommen wir zu drei Leuten, die es in meinen Augen eher haben könnten, aber auch nicht unbedingt müssen. Wir fangen an mit Niklas Hauptmann. Hat eine sehr, sehr starke Saison bei Kiel gespielt. Ja. Bestimmt ein sehr interessanter Spieler, der sich bestimmt auch noch gut entwickeln kann. Die Frage ist, wie sehr würde Baumgart auf den Mann bauen? Man liest ja, Baumgart will unbedingt Özcan halten. Das will man ja irgendwo dann doch noch versuchen. Und ja, man hat halt wie gesagt Hector, man hat Ljubicic. Es ist die Frage, wie viel Sechser will man im Kader haben, ne? Also, ich weiß nicht, irgendwie traue ich Hauptmann schon noch zu, dass er die Entwicklung gehen kann und vielleicht doch ein erstligatauglicher Spieler wird. Ich halte ihn allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht reif genug dafür. Es ist halt auch bei ihm die Frage, wie halt auch bei Ostrak, obwohl Hauptmann da schon in der Entwicklung in meinen Augen um einiges weiter ist. Es ist halt die Frage, traust du dem Mann das jetzt schon zu oder
sagst du lieber, der Mann sollte nochmal irgendwo hin verliehen werden, wo er nochmal einen Step macht und dann vielleicht reif genug ist? Und ich glaube, das wäre im Endeffekt die bessere Variante. Nichtsdestotrotz halte ich Hauptmann dann doch eher für eine Option wie die fünf Spieler, die ich eben genannt habe. Nichtsdestotrotz kann ich mir halt beides vorstellen, dass man sagt, wir trennen uns von ihm oder wir verleihen ihn nochmal. Oder Baumgart überrascht uns und gibt dem Mann doch eine Chance. Ich weiß es nicht. Also er ist für mich ein Wackelkandidat, genauso wie der nächste. Ja, und wahrscheinlich der prominenteste in der Liste, Anthony Modest. Ja, über allem steht, glaube ich, für jeden FC-Fan irgendwo, was er geleistet hat in der Euroleague-Saison. Ich denke mal, das wird jeder, vor allem die Leute, die in meinem Alter oder jünger sind, niemals vergessen. Das kann man dann in Zukunft irgendwann mal, keine Ahnung, seinen Enkeln oder irgendwem erzählen. Wir haben ja die glorreichen 70er und die noch guten 80er nicht miterlebt. Deshalb, ja, Modest hat viel für den Verein geleistet, aber ich glaube, dass der damalige Schritt nach China dem Mann nicht nur irgendwie seine Fitness und Athletik gekostet hat. Ich glaube, dass es allgemein auch einfach irgendwie seinen ganzen Fußballrhythmus kaputt gemacht hat, weil China doch nochmal eine ganz andere Welt ist. Ich glaube halt, man hätte dann doch eher den Schritt machen können, irgendwie nochmal nach England oder so, hätte vielleicht ein bisschen weniger da verdient als in China. Nur da wäre er fußballerisch am Limit geblieben und wäre halt nicht so krass stagniert, wie es dann im Nachhinein ist, ne? Und ja, ich frage mich halt, der Baumgart-Fußball, wie ich ja in den letzten Videos schon gesagt habe, und es ist ja auch einfach so, besteht halt aus Tempo und ab nach vorne. Du hast halt mit Anderson, sage ich mal, schon so einen Stürmertyp, der halt eher Strafraumtyp ist. Du hast halt mit Thielmann so einen kleinen quirligen, hast du halt schon. Es ist halt die Frage, was für Spielertypen will Baumgart noch im Sturm haben? So, und ich tue mich halt irgendwo schwer zu glauben, dass man halt einen zweiten Strafraumstürmer unbedingt noch haben will, der halt jetzt schon sehr lange stagniert und nicht wieder zu der alten Form zurückfindet. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass er es jemals wieder wird, weil er halt mittlerweile schon ins Alter gekommen ist. Ich meine, es ist jetzt ein sehr hochgegriffenes Beispiel. Ich will jetzt auch Modest eigentlich nicht mit ihm vergleichen, aber es ist einfach nur mal so gesagt, um einen Transfer aus China euch mal darzulegen. Ein gutes Beispiel war Carrasco von Atletico. Er ist nach China gegangen, er kam zurück zu Atletico, kompletter Flop am Anfang. Er hat aber über harte Arbeit sich wieder reingefunden, aber der Mann ist Mitte 20. Da bist du noch mal auf einem ganz anderen fußballerischen Stand und kannst noch mal deinen Körper ganz anders in Form bringen und dich selber in den Lauf bringen, als wenn du halt schon, so hart es klingt, ein Auslaufmodell bist, wie es ja Modest ist, und mit 33 nochmal versuchen willst, so gefühlt die Welt zu retten. Und das sehe ich halt bei Modest nicht. Er ist halt noch bei den Wackelkandidaten bei mir drin, weil Baumgart ja gesagt hat, er plant mit ihm. Wir werden es sehen, meine Freunde. Also, wie gesagt, mir persönlich fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Man weiß natürlich nicht hinter den Kulissen, was Baumgart genau plant, wie er das Ganze vorhat umzusetzen, vor allem auch taktisch. Ich kann jetzt nur so bewerten, wie er halt in der Vergangenheit gearbeitet hat, und so sage ich, passt ein Modest, wie er aktuell ist, eigentlich nicht da rein. Ja, meine Freunde, und damit kommen wir zum letzten Kandidaten. Und ich glaube, beziehungsweise ich bin mir eigentlich sicher, dass wahrscheinlich von 10 FC-Fans, 8 bis 9 Leute dasselbe sagen werden. Und das ist Louis Schaub. Louis Schaub ist einer der Spieler, wo ich es am allerwenigsten verstanden habe in den ganzen vergangenen Jahren, dass man mit dem Mann nicht weitergearbeitet hat. Ja, man hatte in der zweiten Bundesliga mit ihm in meinen Augen für die Verhältnisse überragende Zeit, viele Tore gemacht, viele Assists gemacht. Ist dann in der Bundesliga vielleicht nicht direkt so explodiert, wie man sich erhofft. Nichtsdestotrotz fand ich ihn trotzdem in den Spielen, die er da gemacht hat, nicht verkehrt und fand ihn immer noch wesentlich besser, wie zum Beispiel in Schindler, wenn du das mal
vergleichst. Und ja, also ich weiß nicht, wie gesagt, also so relativ jeder FC-Fan sagt eigentlich, wie kann man mit dem Mann nicht weitermachen? Und was ich mich halt auch frage, allgemein im Fußball, egal jetzt in welcher Liga du spielst und wenn du Kreisliga spielst, es ist doch das Beste, was du haben kannst, wenn du einen ausgewogenen Kader hast, wenn du eine gute Mischung hast, wie man immer so schön sagt. Und du hast halt mit Kainz jemanden, der relativ beidfüßig ist, gut flanken kann, auch gern mal das 1 gegen 1 sucht. Du hast mit Jakobs, wie ja, hier ein paar nette Ehrenabonnenten reingeschrieben haben, einem guten Athlet. Warum nicht so einen kleinen Quirlige noch dabei? Also, weiß ich nicht. Klar, man liest jetzt so, Luzern will den Mann gerne behalten, kann ich auch verstehen, weil er da ja eine gute Saison gespielt hat. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube halt A, dass der sehr gut ins Baumgart-System passen würde und B, dadurch, dass er ein anderer Spielertyp ist, wie die Spieler, die wir haben, wäre es einfach eine, ja, Ergänzung klingt jetzt vielleicht falsch, aber hätte einen guten Platz im Kader in meinen Augen. Und das wäre doch von den ganzen Leihspielern wohl der Spieler, wo ich persönlich sage, der würde uns am meisten helfen und könnte uns am meisten weiterbringen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, meine Freunde. Welchen Spieler, wo ihr vielleicht sagt, nee, Fabio, der hat eine Chance verdient. Oder Fabio, warum ist der Wackelkandidat? Der hat keine Perspektive beim FC. Seht ihr es vielleicht anders bei Schaub? Sagt ihr, alle Spieler von den Leihspielern haben keine Perspektive oder sollten keine Perspektive haben? Was meint ihr, Freunde? Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Sorry, ich habe ein bisschen mit Heuschnupfen zu kämpfen, deshalb rede ich so ein bisschen durch die Nase. Ja, Freunde, wie gesagt, ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, über eure Kommentare unten drin. Ich hoffe, sie sind konstruktiv und nicht einfach ja, so beleidigende Worte, ich soll die Videos lassen. Ja, ist wahrscheinlich dreimal so dumm, wie wenn ich irgendwas Falsches sage, sowas einfach darunter zu schreiben, ohne irgendeinen vernünftigen Grund. Aber über diesen Leuten muss man in der Gesellschaft drüber stehen, meine Freunde, muss man auf YouTube drüber stehen. Ich freue mich über jeden konstruktiven Kommentar. Und dann wird es die Tage oder Anfang nächster Woche ein Video geben über die Spieler, die da sind, wo ich sage, den kann ich mir in dem Baumgart-System nicht vorstellen. Von dem sollte man sich trennen, von den Spielern, die halt aktuell da und unter Vertrag sind. Da wird es dann, wie gesagt, auch ein Video zu geben, meine Freunde. Ich wünsche euch schöne Tage, genießt das Wetter und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Bis dahin, meine Freunde, ich bin raus, haut rein und ciao.